Gut, denn man tau, würde ich sagen, ne? Wollen wir mal den beiden warmen Empfang bieten. Herzzerreißend, halt da. Den Segen nehmen wir mit. Was ist das? Geas Reserve. Ja, ich würde gerne wissen, was das bewirkt. Schadensresistenz und Mana pro Sekunde. Ja, gut, okay. Ist ja nicht so wild. Ist doch schön. Ja. Herzzerreißend finde ich das. So, und da muss ich hoch. Oh, da sehe ich viele Feinde. Ganz viele. Oh, oh. Moment, ist das jetzt hier oben, oder? Ja, alles klar. Gemme des Zwielichts zum trüben Schutzscherbe. Das ist Nabholz, ja. Halt. Da dran. Insektenkompendium 14 über Glutaugen. Die Glutaugen haben wir schon. Ich glaube, das Kompendium 14 haben wir auch schon. Aber genau weiß ich das nicht. Nee. Oh. Quai, hallo. Schon wieder ein. Akara holt sie einfach immer weiter ein. Wie Fische, die in seinem größer werdenden Netz zappeln. Also was wollt ihr, Schiffbrüchige? Die einfachste Antwort auf eure Probleme liegt hinter diesen Klippen. Ein kurzer Sturz und dann nur noch Frieden. Du redest aber ganz schön wirres Zeug. Aber erzähl mal, was du über Akara weißt. Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass Akara nicht existiert. Seine Magie ist reine Illusion und sein Wille nichts als Zufall. Fallt nicht den Worten seiner leidenschaftlichen Verehrer zum Opfer. Ihr werdet mir für diesen Rat noch dankbar sein. Ja, das kann gut möglich sein. Aber, du kennst Alda Meloy oder was hältst du von ihm? Er ist ein guter Mann, aber schrecklich fehlgeleitet. Alda will an etwas Gutes glauben, damit er seine Gefangenschaft hier nicht als Strafe für seine Vergangenheit sehen muss. Allerdings würde kein guter Mann jemals auf Galgens End landen. Also bist du auch kein guter Mann. Und der tote Kell, hast du einen Ratschlag für mich? Lasst euch von niemandem erzählen, Akara herrsche über diese Insel. Derartige Behauptungen sind ein Trugschluss. Der Pirat ist der Einzige auf Galgens End, der wirkliche Macht besitzt. Und er wird sich letztlich zurückholen, was ihm gehört. Ihr werdet schon sehen. Naja, ich weiß nicht. Und die Darbringung? Sie ist der Gipfel der Idiotie. Auch wenn sie noch so große Narren sind, so finden die Bewohner von Trostkap doch immer wieder beeindruckende Wege, ihre eigene Dummheit noch zu überbieten. Jedes Leben, das Akara dargebracht wird, ist ein verlorenes Leben. Gut. Alda sagt, ihr könntet mir helfen. Der Priester also. Dieser Narr. Wie kommt es, dass die meisten Spielfiguren nicht einmal wissen, dass sie nur Teil eines Spiels sind? Alle paar Jahre schickt mir Alda eine verzweifelte Seele und betet dafür, dass ich ihr die Weisheit eines Schicksalswebers anbieten kann. Aber ich habe keine Hoffnung zu geben. Ich habe überhaupt nichts. Dafür hat der tote Kell gesorgt. Seht euch doch nur um. Wir sind verdammt. Okay, wo ist denn der tote Kell, falls ihr das wisst? Wo er ist? Überall, ihr Narren. Überall. Versucht, die Insel zu verlassen, und der tote Kell ist da. Versucht, euch in den Wehren zu verstecken, und der tote Kell ist da. Es wäre einfacher, seinem eigenen Schatten zu entfliehen. Aha, gut. Ihr seid also ein Schicksalsweber? Ich war es. So. Ihr wisst also von den Schicksalswebern? Ihr wisst, dass wir eine tragische Brut sind, bestimmt für ein Leben der Einsamkeit und Enttäuschungen. Warum sollte man denn den Karten lesen,
wenn man ohnehin schon weiß, was sie einem sagen werden. Ich werde auf dieser Insel sterben. Genau wie ihr. Naja, ich hoffe, es zu verhindern. Noch ist nicht alles verloren. Ha! So spricht nur eine, die gerade erst aus dem Wrack gekrochen ist. Ihr habt keine Ahnung von den Mächten, die sich gegen uns verschworen haben. Der tote Kell ist kein einfacher Mann. Oh nein. Er wurde von Akara berührt. Solange sein Schiff, die Requiem, hier auf Galgens End vor Anker liegt, ist keiner von uns frei. Besorgt mir dieses Schiff. Dann werde ich euch vielleicht erzählen, was ihr wissen wollt. Vielleicht. Ah, vielleicht. Der tote Kell kennt Akara? Es heißt, der tote Kell sei der einzige Sterbliche, der Akara je selbst gesehen hat. Der einzige, der je als Ebenbürtiger mit ihm gesprochen hat. Nicht einmal die Nachfahrin war Akara jemals so nah. Und sie ist durch Magie mit ihm verbunden. Nun wisst ihr, warum Kell so lange, nachdem er angeblich von den Alpha getötet wurde, noch immer eine Gefahr ist. Er ist kein natürliches Geschöpf. Sein Leben ist sowohl Segen als auch Fluch. Also, erzähl mir aber mehr über das Schiff, das interessiert mich brennend. Es heißt die Requiem. Vor Jahren gehörte das Schiff noch der Geliebten des toten Kell, der flüsternden Hexe. Als jedoch sein Flaggschiff, die Sturmbringer, vor der Küste versenkt wurde, brauchte er einen Ersatz. Soweit ich weiß, ist sie das einzige seetüchtige Schiff auf ganz Galgens End. Sie zu besitzen wäre unbezahlbar. Kells Schiff wird mein sein. Ich bringe euch, genau. Dann werdet ihr Erfolg haben, wo alle anderen gescheitert sind. Aber ihr werdet die Requiem nicht in euren Besitz bringen, weil ihr schon längst tot sein werdet, bevor ihr sie auch nur zu Gesicht bekommt. Das Schicksal lässt sich nicht ändern. Was tragisch ist, da ich euch wirklich alles erzählt hätte. Na gut, aber wo ist das Schiff genau? Der tote Kell und seine Gehängten halten das Schiff im dunklen Hafen unter Verschluss. An ihrer eigenen Anlegestelle, nordwestlich von hier. Okay, kommt super. Wieder, wenn euch meine Gabe von Nutzen sein kann. Ich habe gerade was gesehen. Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe da Sandalen an oder sowas ähnliches. Die Treibholz-Sandalen. Ach so. Blitzschaden, Eisschaden. Weißt du was, ich lass die... Nee. 520. Na gut, das kann ich verkraften. Also das ist jetzt nicht... die Welt. Aber eins interessiert mich, was mit der Quest hier ist. Greyfall. Ah, zu Paddy zurückkehren. Na, hervorragend. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Dort. Ah, dunkler Hafen. Das heißt, wir müssen jetzt das Schiff besorgen. Halt, ich muss nach oben? Nee, nach unten. Na, jetzt bin ich, da kann ich doch nicht einfach so dran, nie und nimmer. Nee, ganz und gar nicht. Wie sieht das denn jetzt aus mit Fähigkeiten, Status? Ich möchte mal mit euch... Nein, da war ich doch richtig. Fähigkeiten, hier. Gucken wir mal. Boah. 3, 3, 8. 8, 7. Siehst du, den werde ich jetzt auch öfters einsetzen. 7, 7, boah. Da bin ich mal richtig weit vorne, würde ich sagen. Hier nicht, aber okay. Was ist denn da? Leben, nächste Stufe? Okay, ich bin doch schon hoch. Leben plus 26. Aha. Na, das hört sich doch gut an. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Konsumgedöne. Mana. So, weiter geht's. Wo muss ich denn hin? Und wie komme ich da hin? Ja, irgendwie wird sich das schon finden. Ja. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wie komme ich denn da hin? Ah, jetzt sehe ich's. Ja, ich habe es gerade gesehen. Oh.
muss ich runter. Halt, was ist hier? Was ist das? Ich grüße euch. Unterseewehr. Moment, hier ist irgendwo... Ah, da. Mittel, endlich mal wieder was zum Aufschlagen. Halt, halt, halt. Nein, endlich mal wieder was zum Knacken. Ja. Man ist ja froh, dass die Kisten dann aufgehen. Aber man ist auch froh, dass dann mal wieder was zum Knacken da ist. So, was, wer oder wie oder was seid ihr? Haltet euch fern. Unsere Angelegenheiten gehen euch nichts an, Langbein. Pepin wird jeden Moment mit dem Buch zurückkehren. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Mischt euch bis dahin bitte nicht ein. Okay. Ihr wisst, dass der tote Kell hier ist, ne? Ich weiß, wer er ist. Doch das Kommen und Gehen barbarischen Gesindels ist nicht mein Fachgebiet. Allein die Tatsache, dass ich hier auf diesem Felsen bin, ist ein Beweis, dass ich meine Vorgesetzten irgendwie verärgert habe. Es ist die reinste Folter. Naja, gut, okay. Und die Dwerger waren ja vor euch hier. Was macht ihr hier? Um sich zu wärmen, würden sie ein Buch eher verbrennen, als daraus zu lernen, wie man selbst Feuer macht. Die Seezwerge haben keinen Respekt vor dem, was uns kostbar ist. Sie sind nicht dafür geschaffen, über die Welt zu schreiten. Deshalb wurden sie auf die Meere verbannt. Ach so, aber ihr. Aber erzähl's mal, Fastrada Dankese. Hört sich an, ihr fresst den Käse oder so. Mein Name ist Templerin Tankes. Und ich bin im Auftrag der Basilika Gnostra hier. Die Arbeit der Scholaren ist zwar normalerweise nicht mein Belang, aber das Buch der Reue ist ein ausgesprochen heikler Gegenstand. Seine Bedeutung geht weit über akademische Studien hinaus. Mhm, gut. Und wieso gerade hier auf Galgensend? Es war eine gewaltige Leistung unserer Scholaren und Seefahrer, den Weg des Buches bis zu diesem Ort zu verfolgen. Mhm. Die Piraterie ist ein schmutziges Geschäft. Ich möchte einfach nur finden, weswegen wir hier sind und wieder verschwinden. Ich finde derartige Orte eher beunruhigend und unheilvoll. Also, was ist das für ein Buch? Man nennt es das Buch der Reue. Und es enthält Aufzeichnungen über die Erfahrungen, die die Gnome im Laufe der Zeitalter gesammelt haben. Doch das ist alles, was ich euch sagen kann. Würde ich noch mehr verraten, könnte es unserer Expedition schaden. Wenn Pepin doch nur endlich aus der Unterseewehr zurückkäme. Eine Wolke des Schreckens hängt über dieser Insel. Ich kann es fühlen. Ach so, wie kam das Buch überhaupt hierher? Genau. Die Dwerger haben uns das Buch der Reue bei einem ihrer barbarischen Raubzüge gestohlen. Wir Gnome haben während der Übersiedlung nach Adessa zahllose Artefakte von jenseits des Meeres in die große Bibliothek gebracht. Die Versuchung war für diese Wilden einfach zu groß. Von allen Relikten, die wir verloren haben, ist das Buch der Reue jedoch das Wichtigste. Es steht mir nicht zu, euch den Grund dafür zu erklären. Und es steht euch nicht zu, ihn zu kennen. Aber lasst es mich so sagen. Der Verlust eines derartigen Buches könnte einen irreparablen Schaden anrichten. Aha, so mächtig ist das. Aber weißt du was, obwohl du ein bisschen garstig bist, aber ich werde dir helfen. Ich weiß nicht recht. Ich kann natürlich nicht selbst nach ihm suchen. Ich muss hierbleiben und den Erfolg unserer Mission sicherstellen. Dennoch müssen wir etwas tun. Pepins Verspätung ist besorgniserregend. Also gut, ja. Es ist entschieden. Ihr könnt nach Pepin suchen und ihr werdet dafür belohnt werden. Aber ich übernehme keinerlei Verantwortung für eure Sicherheit. Nicht die geringste. Okay, nicht so nur... Was? Erzähl mal von dem Unterseewehr. Wo ist das? Sie ist das, was einer Schatzkammer der Dwerger auf dieser Insel am nächsten kommt. In ihren dunklen, feuchten Korridoren haben sie ihre wertvollste Beute gelagert. Also, und das Buch der Reue selbst, erzähl mir mal genaueres darüber, Mensch, ich soll das da suchen, also muss ich Bescheid wissen. Das Buch wurde aus einer unserer Artefaktgaleeren gestohlen, als wir unsere Schätze verschifften, um die große Bibliothek von Adessa zu füllen. Und wie immer hatten die Dwerger nicht die geringste Vorstellung davon, wie wertvoll ihre Beute war. Für euch, aber für die, Genau, wo ist der Unterseewehr? Sie liegt auf der Insel selbst, hinter den Klippen. Wir haben unser Lager hier aufgeschlagen, um bei den Dorfbewohnern im Osten keinen Verdacht zu erregen. Schiffbrüchige sind so ein reizbares Völkchen. Also, ja gut. Wiedersehen. Die Expedition. Zack. Ja, gehen wir mal hier rein. Machen wir das. Wird wahrscheinlich nur eine kurze sein.
Die Expedition. Pepin Jame finden. Ja, dann versuchen wir das mal. Ja, absolut. Mal probieren, was geht oder was nicht geht. Das ist hier die Frage. Jo. Ach, guck mal, da ist er doch schon. Nehm ich mal an, sonderbar. Ja. Was führt euch hier herunter? Oh, ich verstehe. Es sieht Templerin Tankes ähnlich, mir eine Helferin zu schicken. Und dann auch noch eine so große. Sie hat kein Vertrauen in mich. Das hatte sie noch nie. Aber ich brauche keine Hilfe. Ich habe alles unter Kontrolle. Mehr oder weniger. Wartet es nur ab. Wenn ich erst mit dem Buch zurückkehre, wird sie nicht anders können, als meinen Mut zu rühmen. Alle halten mich für einen Versager. Aber ich werde meinen Wert beweisen. Ja, genau. Was weißt du über das Buch der Reue? Kannst du mir mehr sagen? Hat es euch die Templerin Tankes nicht erzählt? Nein, vermutlich nicht. Oder? Das Buch der Reue ist ein Foliant, in dem unsere weisesten Anführer die Fehler festhielten, die sie im Namen des Fortschritts begangen haben. Ah. Jene Momente der Schwäche und Verblendung. Derartiges Wissen bewahrt unser Volk davor, seine größten Fehler zu wiederholen. Es erlaubt es uns, vorwärts zu schreiten, statt in der Vergangenheit zu verweilen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist der Inhalt dieses Buches äußerst belastend. Deswegen ist das so wichtig für euch. Aber ihr wisst, dass der tote Kerl hier rumschwirrt, ne? Ich habe noch nie von einem toten Kerl gehört. Gehört er zur Gattung der Algen? Oder ist er vielleicht Plankton? Nicht wirklich. Und das Unterseewehr, wo wir jetzt gerade hier stehen? Ich finde mich in diesen riesigen, verschachtelten Gängen einfach nicht zurecht. Ich weiß nicht, wie die Dwerge das geschafft haben. Die Schatzkammer ist irgendwo dort unten. Aber ich konnte sie einfach noch nicht finden. Ja gut, deswegen bin ich hier. Und was hältst du von Galgensend? Ist das der Name dieses Ortes? Niemand wollte mir sagen, was das Ziel unserer Reise ist. Typisch. Ja, die vertrauen dir nicht. Ja, wir fragen einfach mal. Es befindet sich in der Kammer am Ende dieses Ganges. Wir werden es vielleicht aus den anderen Schätzen heraussuchen müssen, aber die Fakten deuten darauf hin, dass es dort ist. Na gut, dann werde ich mal helfen. Nein. So. Dann lass uns mal in diese Richtung gehen. Die Templerin wird schon sehen. Dann führe ich euch. Ja, ist ja gut. Warte mal. Nein, falsch. Murgans sind das hier. Aha. Die Tür in der Nähe. In der Nähe. Wo ist denn der Hebel? Ich sehe ihn bestimmt nicht. Ja. Moment. Ich gucke erst nochmal hier rum. Wahrscheinlich muss ich erst da runter. Ja, um die Tür zu öffnen. Also hier ist kein Hebel, ne? Ihr seht jetzt auch keinen, oder? Nee. Halt den Schritt! Ja, das sagst du mir. Gnomenzwerg. Halt, achso, falsch. Na komm schon. So, dann gehen wir mal hier runter. Ich nehme mal an, dass das hier ist. Ja, hier runter muss. Ja, ich sag ja, ich habe schon gespielt, aber ihr seht doch, wie komplex das Spiel ist. Also da kann man nicht alles... Na, wunderprächtig. Falle rein. Ja. So, Moment. Erstmal entschärfen. Die Templerin wird schon sehen. Das schwöre ich euch. Ja, ist ja gut. Du bist ein super Typ, glaub es mir. Ja. Du bist ein Hammertyp, ehrlich. Leicht. Halt.
weiter. Ach so, das ist die Tür. Ah, mit dem Hebel haben wir beide Türen. Also, ja, okay. So, Moment. Ja, nein. Oh, 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 oh. Er wird da zerlegt, da hinten. Hä? Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sehe es schon. Ja. Ja, ja, ich sehe gerade, was ich für einen Fehler gemacht habe. Ja. Waffe. Ja. So. Wir nehmen aber jetzt hier die Sonnenwende. Ja, Feuer ist hier exorbitant besser. Auf jeden Fall. Geh doch mal weg, du. Ist der noch da? So, erstmal entschärfen die Dinger. Genau wie hier. Geh da jetzt nicht durch. Du sollst... ein Primat. So, was haben wir denn hier? Ja. Aber wir sind da nicht richtig. Nee. Wo muss ich denn weiter? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Ah, hier war ich auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Hier war ich nicht. Gut. Kleinen leckeren Pfeil. Ja. Ja. Oh, Skaffs. Halt dich am besten da raus. Ah, da ist noch einer. Stolz auf dich. So, die habe ich entschärft. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Halt. Sehr gut. Da ist noch was. Ja, wenn, dann entschärfen wir hier alles, sonst renne ich da später. Vielleicht muss ich ja hier nochmal zurück. Ja. Und dann renne ich da rein. Das will ich nicht. Noch mehr Skaffs. Ja, sicher. Super, du hast richtig Mut. Ich muss sein sagen. Also, Hut ab. Du bist echt nicht schlecht. Ja, Mist. Nein, auch nicht. Dann machen wir es halt so. Ja, yo, Schweinebacke. Jawoll. Halt, hier haben wir was. Der zweite Zyklus. Die Alpha. Du hättest keinerlei Freude an der unangenehmen Kletterei, die nötig ist, um diese Insel zu durchqueren, meine Liebe. Sie ist wahrhaft tückisch. So wie ich mich dabei winde und verbiege, ähnle ich vermutlich den Akrobaten, die wir vor all diesen Nächten im Sonnenlager gesehen haben. Die Irati waren nicht die einzigen Bewohner von Galgen's End, wenn auch zweifelsohne die ältesten. Natürliche Höhlen im Norden und Süden liefern zahlreiche Hinweise auf eine Vielzahl anderer Besucher. Sowohl aus zivilisierten Völkern, als auch aus dem Reich der Bestien. Die Strände sind mit Waffen und Rüstungen der Alfar übersät, die nur darauf warten, eingesammelt zu werden. Sie scheinen diese Insel ebenfalls überstürzt verlassen zu haben. Diese Tendenz ist beunruhigend. Was versetzt ihr alle in Angst und Schrecken? Grüßt die Templer von mir, liebste Nette.
Du bist wie immer in meinen Gedanken. Aha. So. Hey, bleib locker. Nicht! Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Oh Mann, du Trottel. Offizielle Beschwerdeschreiben. Komm, gucken wir mal rein. Offizielles Beschwerdeschreiben. Naja. Wo ist denn das jetzt? Die können weg. Da. So, Antempler Winthur, Onkel Winthur, eure Methoden zur Bewältigung meiner angespannten Situation konnten meine Schwierigkeiten nicht lösen. Weder die Atmungsübung noch die gedankliche Entspannung waren erfolgreich. Der Druck, unter dem ich stehe, führt zu Schlaflosigkeit, irrationalen Ängsten und einer Tendenz, bei der geringsten Provokation in Tränen auszubrechen. Ich werde nicht länger schweigen. Die systematische Hetzjagd auf Pepin-Yamane setzt sich unvermindert fort. Nachfolgend sind in chronologischer Reihenfolge die Verbrechen aufgeführt, die von meinen Kollegen, den Scholaren Manois sowie ihren Eminenz Templerin Tankese an mir verübt wurden. Weder ihre Stellung noch die Entscheidung der Basiliska Nostra, mich zur Zeugnisunfähigkeit zu erklären, dürfen als Entschuldigung für ihre Vergehen dienen. Bitte, lieber Onkel, Sekunde, Onkel, hört euch an, was ich ertragen musste. Scholar Carloman Manois nutzte die letzte Überarbeitung mit Traktats über die Morgan und seinen feuchten Husten zu dämpfen. Templerin Tankese behauptete, meine Arbeit hafte der Gestank eines Volgan an. Scholar Louis Manoe schlug mit mir auf den Kopf, als ich ihn um Hilfe beim Verlassen des Beiboots bat. Ich konnte hören, wie sich die Scholare Manoe und meinen Schlafgewohnheiten unterhielten und behaupteten, ich habe mehrere Boggart-Bastarde gezeugt. Templerin Tankese schickte mich auf die Suche nach dem Buch der Reue, weil ich, und das waren genau ihre Worte, der Inbegriff von unentbehrlich sei. Ihr fragt euch nun bestimmt, was als nächstes kommen mag. Nun, wir werden sehen. Sorry, aber, naja. Baumeisters, die haben wir auch noch nicht. Komm. Denkt dran. Drückt auf Stopp und dann passt das schon. Ja. So, das kann weg. Nee, das haben wir auch noch nicht. Gut. Halt das. Mann. Eieiei. Ja. Was ist denn das? Was ist denn da? Oh. Oh. Aber sowas von lecker. Na, sauber. Gut, dass ich nicht neugierig bin. Ernsthaft. Sonst hätte ich das jetzt verpasst. Sehr schwer. Komm, ich versuche mal. Nein. Da zuckt er schon. Nein, auch nicht. Na? Oh, super. Roter Himmelsring. Mir mal an. Accessoires. Schaden leicht Verwundete? Schaden am Tag. Ja gut, okay. Ist nicht schlecht. Auf keinen Fall. So, was haben wir denn hier drin? Kompendium 8. Also dann haben wir noch viel zu lesen. Das sage ich euch. Ja, auf jeden Fall. Oh! Kartenteil. Sehr gut. Jut. Dann würde ich sagen, wird diese Folge wieder Überlänge haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist wieder Fakt. Hui. So, komm. Komm in Quark. Und ich werde wieder unheimlich schwer sein. Ja. Ring des Elixiers. Okay.
das ist die, die ich von unten gesucht habe, ja. Unten war zwar auch eine, aber naja, Mist. Eieieiei. Sag mal, was ist los? Na, das könnte jetzt gehen. Jawohl. Zack. Oh, noch ein Kartenteil. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt wieder raus. Ja. Absolut. Also haben wir das, diese Quest schon gut hinter uns gebracht. Das passt doch wunderbar. Komplett die Höhle auseinandergenommen. Alles, was hier drin war, haben wir erreicht. Ja. Und auch mitgenommen. Nee. Und jetzt werden wir wieder... Moment. Doch, alles klar. Alles gut, alles gut. Ja. So. Na, es ist schon echt geil so. Aber die Sandalen, die bewirken nicht wirklich viel. Nee, die werde ich auch wieder ausziehen. Ja. So. Natürlich. Wer außer euch hätte es wohl sonst sein sollen? Ich hätte wissen müssen, dass Pepin scheitern würde. Er hat noch nie etwas anderes getan. Aber gut, die Expedition war erfolgreich und das ist alles, was zählt. Dieser eine Fehler wird nicht in das Buch der Reue aufgenommen werden. So viel steht fest. Und nun müssen wir aufbrechen. Es ist eine lange Reise zurück nach Edessa. Zu schade, dass unsere Schiffe für die Größe von Gnomen gebaut wurden. Sonst hätte ich euch vielleicht mitgenommen. Ja, es ist wirklich zu schade. Nee, nicht wirklich, du blöde Kuh. Geht jetzt. Na gut, Freunde. Das war's jetzt. Und, ja? Ich werde, ja, dann den Weg einschlagen, den wir vorher angefangen haben. Also, bis gleich.